Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes begrüße ich Sie an diesem Sonntag Kantate. Singe dem Herrn ein neues Lied. Das ist heute unser Thema. Sie hören eine Kantate darüber und wir werden gleich miteinander den 98. Psalm beten, den Sie in Ihrem Gesangbuch, wenn Sie eins bei sich haben, unter der Nummer 775 finden. Und so beten wir, singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Singt, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen, jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge sollen fröhlich sein vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Amen. Liebe Gemeinde, wir alle erleben in diesen Tagen Dinge, die wir das erste Mal so erfahren. Ich bin lange Pfarrer, aber einen Sonntagkantate wie diesen habe ich noch nicht gefeiert, weil wir in dieser Woche die Aufforderung bekamen, an diesem Sonntag Kantate singet dem Herrn, wenn überhaupt, dann verhalten zu singen. Wie das geht, hat uns keiner gesagt. Aber es ist ein besonderer Sonntag Kantate. Nichtsdestotrotz möchte ich mit Ihnen nachdenken über einen echten Evergreen, über einen Hit, der uns in der Kirche seit Tausenden von Jahren begleitet. Es ist der 103. Psalm und sein Beginn. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ist Ihnen aufgefallen, dass der Psalmbeter etwas sehr Unmodernes macht? Er schimpft nicht. Er klagt nicht. Er zählt nicht auf, was er alles nicht hat. Nein, in einer Art Selbstgespräch ermuntert er seine Seele, ermuntert er sein tiefstes Ich zum Lob für das Gute, das sein Leben prägt. Schuld wurde ihm vergeben. Heilung und Bewahrung hat er erfahren. Rettung aus großer Not und immer wieder neu die Kraft zum Weitergehen. Das will er nicht vergessen, nicht übersehen und auch nicht den, dem er aus seinem Glauben heraus das alles verdankt, unseren Gott. Nicht nur in diesen Tagen hätten viele Menschen so eine Art Selbstgespräch bitter nötig. Wie leicht vergessen wir über all dieser Nachrichtenschwämme das, was unser Leben immer noch gut macht, dass wir immer noch da sind, dass wir haben, was wir zum Leben brauchen. Die Gesundheit, den Wohlstand, man merkt es erst, wenn es nicht mehr so ist. Den Beistand Gottes in schwierigen Stunden, seine Hilfe in schwierigen Lebensmomenten, all das sind keine Selbstverständlichkeiten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann, wenn wir diesen Psalm 103 weiterlesen, dann ändert sich auf einmal das Ganze. Aus dem Selbstgespräch wird
ein vielstimmiger Chorgesang. Der Herr, so betet er, schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Und auch da kommt etwas zum Vorschein und zum Tragen, was uns heute schon auch gut täte. Denn der, der so glaubt, der Gott so erlebt, möchte seine Hörer anstecken, motivieren, mit ihnen zusammen als seiner Gemeinde Gott loben. Es geht nicht mehr nur um das eigene Ich, sondern es geht um uns alle, um diese Welt. Und es geht um den Gott, der seine Treue uns nie aufkündigt, dessen Barmherzigkeit für uns an jedem Morgen neu ist. Und darum fängt dieser Psalmbeter an, auf Gott zu blicken und den anderen einen Impuls zu geben, schau doch auch mal bei euch hin. Ein bisschen ist es wie bei einem Ohrwurm, da fängt einer an, eine Melodie zu summen und die anderen stimmen ein und summen dieses Lied, das sie kennen, leise, manchmal auch laut, mit. Menschen erzählen mir, manchmal, nicht immer, aber manchmal, auch Menschen, die weit weg von Glaube und Kirche sind, wenn sie im Urlaub in eine Kirche gehen und leise Musik spielt oder wenn sie ein Konzert besuchen oder einen Gottesdienst mit bekannten Liedern, dann fängt in ihnen plötzlich etwas an nachzuklingen. Dann kommen bekannte Lebensmelodien, Situationen, Erinnerungen hoch, wo ihnen deutlich wurde, dieser Gott, an den wir glauben, der ist ja wirklich nicht weit weg. Der ist ja tatsächlich barmherzig und gnädig. Er ist uns nahe. Dazu motiviert der Psalmbeter. Und schließlich geht er sogar noch einen Schritt weiter. Und auch das gehört zu einer Wahrheit unseres Glaubens, vom persönlich Erlebten, vom gemeinsamen Loben in der Gemeinde, weitet der Psalmist am Ende den Blick auf den Gott, der diese ganze Erde geschaffen hat und auch den Himmel. Lobe den Herrn, ihr seine Engel. Lobe den Herrn, seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Ja, wir gehören zur Schöpfung Gottes. Wir, die Einzelnen, sind Teil einer ganz großen Gemeinschaft und Gemeinde. Und wenn wir das ernst nehmen, was der Psalmist betet, dann geht das, was unseren Glauben anlangt, weit über uns und diese Welt hinaus, bis hinein in die himmlische Wirklichkeit unseres Gottes. Daran werden wir an diesem besonderen Sonntag Kantate erinnert. Und egal, ob es alte Choräle sind oder neuere, fetzige, rhythmische, lobpreisende Lieder, alle hatten und haben sie eine Intention, ein Ziel. Sie wollen deutlich machen, unser Glaube an Gott ist niemals nur blanke Theorie, niemals nur richtige Lehre, sondern er hat immer etwas mit unserem Leben zu tun, auch wenn das Leben nicht einfach ist. Und egal, mit welchen Liedern wir es tun, dieser Sonntag motiviert uns, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen, ja, so sollten wir es tun.
Vater, in diesen Tagen bleibt das Singen oft aus. Wir sind still geworden. Wir kommen zu dir, Gott, weil wir den Blick erheben wollen auf dich, auf den Gott, der uns in diesen Tagen, in diesen schwierigen Stunden erfreut, durch die Natur, die blüht, die grünt. Wir sagen, dass deine Werke wunderbar sind. Herr, und wir wollen erleben, dass deine Feinde sich beugen müssen vor deiner Macht und bitten darum, mach dieser Pandemie ein Ende. Wir bitten auch, dass du unsere Füße nicht gleiten lässt. Sei bei all denen, die in diesen Tagen krank, schwer krank sind. Steht ihnen bei, die helfen in den Kliniken, in den Familien. Stärke sie mit deiner Kraft und gib uns allen den Glauben und die Hoffnung, dass du alle Fäden in deiner Hand hast. Und mit diesem Glauben treten wir vor dich und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen Sie in diesen Sonntag und in die neue Woche mit dem Wissen, dass Gott Sie begleitet, mit dem Segen, den er uns zuspricht. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke Frieden. Amen. Am Ende dieses Gottesdienstes bleibt mir der Dank an all die, die heute musiziert haben. Diese Kantate von Dietrich Buxtehude, unseren Kantoren und ihren mitspielenden und singenden Musikern. Der Dank an den, der das alles ins Bild setzt, Herrn Micha Ziegler. Wie wir und ob wir diese Videoandachten in Zukunft fortsetzen, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie sich die Zeiten wieder entwickeln und normalisieren. Wichtig ist es, und das ist unser aller Wunsch, bleiben Sie von Gott behütet und begleitet. Ade. Thank you.
Thank you.